was willst du machen? Du hast kein Damage. Ja, Hikarim und Alistar, das sind deine Tanks. Urgot ist 0,5. Und deine Carries, die werden weggerechtsklickt von Reval. Klette jetzt hier im Sexy Dungeon. Kamon hat sich den ersten Kill geholt. Da trifft die Shockwave. Das könnte das Shutter auf Reval sein, aber der nimmt zumindest noch einen mit Autofertigkill gekriegt. Magajor rennt jetzt hier an Tower, flüchtet. Ich habe nicht mal gesehen, woran er gestorben ist. Tut mir leid. Und Urgot möchte jetzt hier alles. Nice. Flash über die Traps, misst die Ult, kriegt den Kill nicht. Neon freut sich, 3-5 ja, ist excited, Game. Aber Kamon wartet hier auch gar nicht mehr auf die Infernus Hall, hat die Wave dabei und ich glaube, der macht jetzt alleine zu Ende. Oh, das ist ein schöner Hook von Cat IRL, der hat hier auch das Flash gezogen von Neon, da kam noch ein Tower-Shot raus und der ist natürlich super low Ignite, aber leider auf Cooldown, sonst hätte man sich hier schon einen Kill holen können. Klette hier mit dem Smite, kann sich ein bisschen am Leben halten, rennt zu seiner Lane, aber Dreamfire ist natürlich da, es ist Killer Dreamfire, die tödlichste Karma des Universums, hat hier einen Kill geholt und wir sehen Botlane Dives, Botlane Fiestas, es geht genauso weiter, wie es angefangen hat und natürlich darf einer nicht fehlen. Papa Reval hat gehört, es gibt Free Kills, ich bin da, Double Buff und ein Kill für ihn. Autofill als erstes Target hier nochmal rauszunehmen. Der Autofill geht auch selber sehr gerne hier rein, aber erstmal, der Snipe, der sitzt hier noch nicht ganz so dick. Aber ja, da geht Kette, der kriegt einen 3-Mann-Fly. Klette, die Combo ist down, der Target ist hier kam und raus, während das ein Geld davon Autofill angegangen wird, hat die Chain of Corruption gefressen und jetzt muss man hier eine schöne Chien-Ulti holen. Der Vorhang, der fällt und nie ausfällt auch! Insane ist Play Karma und geht da jetzt aggressiv als Klettstank rein. Die Sunfire Idile rettet aber sowas von seinem Booty ausgefüllt. Kriegt hier nochmal die Shields und die Shields rein. Wie viel Wildcard du es hier? Nimm zweimal Matthew, macht das Ding. Er kriegt es nicht hin, weil dann ist Adensensor doch ein bisschen zu stark. Da sind die Schilde doch zu strong. Kann man das zu zweit verteidigen? Reval hat im Moment hier noch nicht so viel gemacht. Man holt den nächsten Sturm. Man holt auch den nächsten TP-Knallen rein. Und Karlsruhe, die müssen sich nicht verstecken. Das war ein gutes Game von ihnen. GG, well played. Will diesen Drachen jetzt hier verteidigen. Ja, man hätte den Herald vielleicht in die Mitte setzen können. Einfach um ein bisschen nochmal Druck zu machen, um diesen Drachen hundertprozentig safe zu kriegen. Aber Vavroni, da steht er sehr weit drin. Gerade jetzt geht mal mit dem Bäcker. Wunderschön in die Backline gekommen. Der Headbanger ist mal wieder zur Stelle, aber man kriegt einiges an Schaden raus. Kebab ist down. Blue ist down. Es ist auf einmal nur noch Dead Alien jetzt. Ich frage, ey Leute, was ist denn passiert? So schlecht sah das nicht aus. Neo bammt nochmal den Alien rein. Ja, das Pulverwise, mal gucken, der Root sitzt, die Trap sitzt, oh mein Gott, der Scherensprung von Temptation, der ist da, Schnibbeli Schlu, du bist raus, weg ist sie, Matchdrache auch da, und das war aber sowas von Cleanest Ace. Blue, oh, der hat eine sehr gute Position eigentlich für ein Paket, ja, du willst, wenn du so eine schöne Fähigkeit hast, immer in den engen Gassen, in den engen Gängen, dein Paket rüberbringen, aber erstmal X-Gas, der geht da rein, der kriegt ja sehr viele Leute rein und da ist das Ragnarok. Blue hat einfach Keule komplett gefressen, während das in der Clown 7 ist. Wir müssen auf Clown 7 achten, wie wird er diesen Fight spielen? Blue kriegt ja so viel Schaden ab, Clown 7 wird komplett ignoriert, Vavroni und Blue. Was können sie jetzt hier noch machen? 2-2 getradet, aber der ADC ist weg. Diese dicke Jinx ist weg, oh. Und er flasht rein. Temptation, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht hier rein. Huh! Halleluja, der Junge ist heiß.